Menschen auf dem Mond. Heute schon alltägliche Bilder. Das Weltall. Forschungslabor unseres Jahrhunderts. Wir suchen Kontakt zu Lebewesen auf anderen Planeten. Hat es das alles schon einmal gegeben? Hatten wir vor Jahrtausenden Besuch von anderen Planeten? Erich von Däniken und viele mit ihm sagen Ja zu dieser Annahme. 200.000 Kilometer waren wir unterwegs. Auf einsamen, geheimnisvollen Inseln. Als Erste bei diesen Urwald-Indianern. An Opferstätten 6.200 Meter hoch. In allen Erdteilen fanden wir neue, verblüffende Belege für den Besuch Außerirdischer. Botschaft der Götter zeigt ihre Eintragungen ins Gästebuch der Erde. Er gibt neue Antworten auf alte Fragen. Was stellen solche vorgeschichtliche Felszeichnungen dar? Wer schuf die Riesenkugeln von Costa Rica? Gab es Riesen? Was beschreiben unentzifferte Maya-Schriften? Nicht nur rund um den Globus, auch im Menschen selbst forschten wir nach den Rätseln dieser Welt. Im Unterbewusstsein. Der Aura. Botschaft der Götter. Was gestern war, was heute ist, was morgen sein wird, dieser Film zeigt es in einmaligen Bildern. Ich habe viele tausend Worte geschrieben und hunderte von Angriffen einstecken müssen. Ein Bild sagt mehr als alle Worte. Sie werden viele tausend Bilder sehen. Vielleicht sind einige dabei, die auch Sie überzeugen werden. In dem neuen Großdokumentarfilm Botschaft der Götter nach Erich von Dänikens Bestseller. Wer mitreden will, muss ihn gesehen haben. Botschaft der Götter. Demnächst hier.